Hallo, heute möchte ich euch mal zeigen, wie man ein Spool effektiv sichern kann, damit es sich nicht versehentlich von selber abrollt. Vielleicht ist es euch schon mal passiert oder ihr habt es gesehen. Wenn man das mit einem Doppelender einfach so sichert, kann es ohne Fremdeinwirkung passieren, dass sich der Schnapper öffnet und das Spool sich verabschiedet Richtung Meeresgrund. Damit das nicht passiert, wickele ich das relativ weit auf, lasse so knapp 10 cm frei, gehe in ein freies Loch, ziehe es stramm und öffne diese doppelte Leine. Dann gehe ich mit dem Doppelender hier hinein, wickel einmal um den Schnapper herum, öffne den Schnapper und gehe mit der doppelten Leine hindurch. Jetzt habe ich hier tatsächlich auch einen Zug drauf, das heißt, es öffnet sich nicht leicht und man sieht, egal wie ich drehe und wende, es kann sich nicht von alleine lösen. Wenn ich das unter Wasser öffnen möchte, dann nehme ich etwas Druck raus oder entspanne etwas die Leine, öffne den Schnapper, gehe einmal drum herum und schon ist das Spool frei und ich kann es nutzen. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum oftmals so eine kleine Schleife am Ende ist. Wenn ihr das Spool irgendwo befestigen wollt, in dem Fall zeige ich das mal so, und eine Spannung entsteht auf der Leine, dann lässt es sich relativ schwer wieder öffnen, zum Beispiel mit dicken Handschuhen. Wenn ihr so eine kleine Schleife habt, dann geht das problemlos und ich bekomme das Spool wieder frei. Ob diese Form der Befestigung für euren individuellen Einsatz geeignet ist, müsst ihr mal gucken, aber ich finde es eine gute Möglichkeit. Und das war es auch schon für heute. In diesem Sinne, bis bald.